Mach ihn weg. Lass mich... Hat er mich verfehlt? Oh nein. Wir haben gegen den Dillo verloren. Wie peinlich. Hallo und herzlich willkommen zu PixArk. PixArk ist das neueste Spiel vom Entwickler Snail Games. Ist ein chinesischer Entwickler. Von dem kommt zum Beispiel auch Dark and Light. Die kennen wir also schon. Und PixArk ist nach allem, was ich bis jetzt so weiß, so eine Mischung, praktisch eine Kreuzung aus Ark, Minecraft und Dark and Light. Also super interessant. Ich bin ein super großer Fan von Minecraft, genauso von Ark natürlich. Und ich fand auch Dark and Light super, also das Spiel ist praktisch wie gemacht für mich. Ich bin super gespannt, hier einzusteigen. Ganz herzlichen Dank an G-Portal für das Sponsoring dieses Videos. Das Spiel kam gestern raus und seit gestern gibt's auch schon PixArk Game Server bei G-Portal. Wenn ihr mit euren Freunden direkt einsteigen wollt, bekommt ihr 5% Rabatt auf euren PixArk Server über den Link in der Videobeschreibung. Das Spiel kommt wie gesagt von Snail Games und dementsprechend werdet ihr definitiv einige Parallelen zu Ark und Dark and Light finden können. Und wir gucken uns das jetzt einfach mal im Local-Modus an für den ersten Test und schauen mal, was man hier so einstellen kann. Die Einstellungen sind also ganz ähnlich wie in Ark, ihr seht das sofort. Hier können wir noch die Ressourcen einstellen. Das habe ich ein bisschen hochgestellt, dass wir nicht zu lange auf den Bäumen rumklopfen müssen. Und da könnt ihr auch Respawn und Harvest Health einstellen. Hier sind alle anderen Einstellungen so im Prinzip. Und das System könnt ihr den XP-Multiplier einstellen und... Ja, die Einstellungen sind praktisch identisch wie in Ark, ne? Wenn man die kennt. Jetzt starten wir mal den Singleplayer-Mode. Es gibt auch den Creator-Mode. Ich denke mal ganz ähnlich wie Creative-Mode in Ark. Jetzt können wir den Charakter erstellen. Und eine Map. Und ich weiß nicht, warum man da diesen Charakter erstellen muss. Wahrscheinlich kann man den fertigen Speicherstand auswählen später. Nehme ich mal an, weil im Moment macht es nicht viel Sinn, einen Charakter auszuwählen, weil das hat jetzt nicht wirklich viel gemacht. Ich habe hier schon mal so ein Seed erstellt, das ist mein Seed und damit werden wir jetzt starten. Ich lade den mal. Man kann hier wohl noch mehr Seeds erstellen und dann immer dazwischen wählen. Okay. Load. Yeah. Das ist wohl der Ladebildschirm. Super cool. Oh, Turrets. Das sieht aus wie Ark. Nur, dass es ein Backsteinhaus war. Das gibt es in Ark nicht. Und hier können wir unseren Charakter jetzt, ja, genau einstellen. So wie wir den haben wollen. Was wollen wir denn? Oh, super cool. Wir können den Haarstyle auswählen. Also es ist praktisch genauso detailliert wie in Ark. Nur ein bisschen pixeliger. Bro-Style. Yeah, Bro. Das ist ein guter Bro. Da kann man hier noch die Augenbrauenfarbe wählen. Also man kann wirklich so ziemlich alles wieder einstellen. Yeah, Koteletten und Ohrringe, oder wie? Ohrringe sind gut. Oh, eine Pfeife. Okay, das ist der Kopf. Dann können wir hier noch den Körper auswählen. Und das kann man machen wie in Ark. Super gut. Oh je, das sieht ziemlich verpixelt aus. Oh, das sieht klasse aus. So kennen wir Ark. Okay, das funktioniert also schon mal ganz gut. Und dann können wir natürlich auch hier einen weiblichen Charakter erstellen. Sieht auch super cool aus. Können wir da... Yeah, Hammerfrisuren gibt's. 6 von 12? Gibt's noch mehr? Oh, das sieht nicht schlecht aus. Okay. Das sind also die Charaktere. Können wir wieder so ein Preset speichern, wenn wir wollen. Und... Oh, Jevil. Schnuller. Oh je. Also da gibt es ziemlich verrückte Sachen. Und da können wir unseren Charakter so ein bisschen einstellen, wie wir den gerne hätten. Ich habe schon mal einen vorgeneriert, weil das immer ein Weilchen dauert. Und zwar den hier. Das ist überhaupt nicht meiner. Das ist meiner, okay. Super gut. So einen alten Ureinwohner haben wir hier erstellt. Mit Pfeife natürlich, gehört dazu. Jetzt müssen wir noch einen Namen festlegen. Also alles wie ein Ark. Ein Rally Point, also praktisch den Spawnpunkt wählen. Dann nehmen wir mal den Punkt 2. Und auf geht's. Yeah. Raptor. Ein Pix-Raptor.
Yeah, mit Luftballons. Super cool. Palmen. Wir sind genau richtig gelandet. Wunderschön. Ja, erinnert doch so etwas an Minecraft. Aber die Bäume sind ein bisschen cooler. Nice. Okidoki. Ja, das heißt, wir können jetzt hier Terraforming betreiben, ne? Yeah, super gut. Das ist irgendwie so das, was Minecraft ausmacht, dass man hier komplett machen kann, was man will mit der Welt. Und Patchy. Hammer, ein Pix-Patchy. Oh, das ist eine Mücke. Ich weiß nicht, ob die friedlich sind. Die haben große rote Augen. Voll schön hier. Shift und W ist laufen, glaube ich. Und hier ist es warm. Okay, eine Flamme gibt's auch. Die Debuffs sind scheinbar links. Anzeige ist rechts. Inventar. Sieht genauso aus wie ein Ark. Alles klar. Ah, wir haben sogar dieses Ark-Imprint-Dingens. Implant. Crouch. Wird gemacht. Yeah. Das ist ein Dodo. Und ein Petri. Und so ein Bunny. Big Ear Rabbit. Also das ist wieder so ein Dark and Light Viech. Was ist das? Fiomias. Prone. Gibt's also auch. Yeah. Ziemlich dunkel grad. Was ist denn das da? Was bist du denn? Okay. Quest Mailbox? Okay. Wir müssen eine Quest akzeptieren. Geht das? Jump! E. Accept Quest. Relic Treasure Box. Oh. Okay. Das sind Patchy und Petri. Wir müssen jetzt so eine Treasure Box finden. Oh, da sind auch die Obelisken wieder. Das sind hier nur... Nee, sind auch drei, ne? Ja. Einer ist ziemlich nah bei uns. Der rote. Oh, der rote ist bestimmt der gefährlichste. Scanner? What? Wir können den Hasen scannen. Wir können alles scannen. Super cool. Der Hase ist nur ein bisschen klein. Normal Creature. Passive. Female. Novice Grassland sind wir hier scheinbar. Level up. Bam. Stecken wir mal in vielleicht Health oder Gewicht. Nehmen wir mal Health von Anfang. So. Open Inventory. Habe ich doch gerade gemacht. Oh, was ist denn das? Cyclops. Hilfe. Ich will weg. Ich weiß nicht, ob der gut ist. Also wir sind scheinbar im Startgebiet, ne? Novice Grasslands. Das Spiel ist im Moment noch komplett auf Englisch. Da wird bestimmt auch eine deutsche Version irgendwann kommen. Das Spiel ist ja noch im Early Access, also... Ja, es gibt halt die meisten Spiele im Early Access nur auf Englisch, ne? Yeah. Ist ein bisschen dunkel, wir sollten vielleicht den nächsten Tag abwarten, ne? Können wir hier irgendwie... Ah ja, Uhrzeit wird angezeigt. 22 Uhr, das ist schon ziemlich spät. Wo wollen wir uns denn unsere erste Base aufbauen? Da ist ein Hügel. Das ist eigentlich ziemlich schön hier. Also hier sind die Grasslands und hier geht's, glaube ich, dann rüber in die Sümpfe oder so. Hier ist es ziemlich warm. Obwohl es Nacht ist. Also 30 Grad und hier 24 Grad. Okay, macht ja nichts. Wir haben ja Wasser, wir können ja was trinken notfalls. Jetzt müssen wir erstmal hier hoch hoppeln. Und... Ah, mit E können wir die Pflanzen aufsammeln. Voll gut. Bam, Level up. Azul Berries. Stecken wir nochmal in Health. Wir können kein Movement Speed leveln. Das ist nicht so gut. Oh je. Was soll Hudson da nur leveln? Wenn es kein Movement Speed gibt, hier haben wir schon mal gute Aussicht. Nice. Ja, da sind unsere Sümpfe. Da ist ein riesiges Loch. Also... Oh ne, ein Raptor. Kommt der hier hoch? Ich hoffe mal nicht. Da gibt es scheinbar Raptoren in dem Biom. Oh, oh. Oh, er kommt. Nein. Nicht gut. Fiomia, hilf mir. Da ist ein Raptor. Lenk ihn ab. Nein. Oh, je. Oh mein Gott. Da haben wir nicht lange überlebt. So, da sehen wir ein bisschen mehr. Jetzt wird es langsam ein bisschen heller. Da drüben liegt unsere Leiche.
Oh, wir können auch aus Ego-Perspektive spielen. Super gut. Ist eigentlich viel. Ist auch ganz cool. Aber irgendwie ist Third Person hier ein bisschen übersichtlicher. Okay, holen wir uns mal ein bisschen Holz und so. Ich denke mal, das geht genauso wie in Ark oder in Minecraft. Oh, da ist wieder der Raptor. X wie weg. Funktioniert. Ah, Map. Macht Sinn. Okay, wir haben noch nicht wirklich viel erkundet. Wir kennen uns noch nicht besonders gut aus hier. Gut. Können wir hier was craften? Jawohl. Axt, Spitzhacke, Woodstick. Okay. Damit können wir Gegner stunnen. Voll gut. Was? Steuerung Q. Questlog. Treasure Box. Haben wir noch nicht gefunden. Try to find a relic treasure box. Ich weiß nicht, ob es hier so Loots gibt, wie wir die aus Ark kennen. Keine Ahnung, wo es Loot, also diese Treasure Boxen gibt. Werden wir rausfinden. Die Beeren gibt es wohl am besten in diesen großen Büschen. Ja, sieht gut aus. Wollen wir irgendwas zähmen? Vielleicht können wir ja was zähmen. Haben wir Mejo Berries, voll gut. Packen wir mal an die Null. Und dann gucken wir, ob das genauso geht wie in Ark, ne? Da ist so ein Bunny. Hey, Bunny. Bam. Oh, der ist ziemlich hungrig. Der will ziemlich viel. Pilze? Gibt's auch? Fiumia. Hat der schon wieder Hunger? Hey, hast du Hunger, Bunny? Nö. Bam, jetzt hat er wieder Hunger. Also, funktioniert absolut identisch wie in Ark. Hier ist ein Baum. Voll gut. Nee. So. Mach ihn weg. Okay, da kommt genauso viel Holz raus wie mit der Faust. Und? Bam! Big Ear Rabbit. Super gut. Bunny. Nice. Okay, wir können hier auch E halten. E gedrückt halten und dann haben wir die ganzen Optionen. Also ganz genauso wie in Ark. Aber was ist das denn? Convert to Pigs Block. Oh, ich glaube, wir können da draußen einen Block machen. Ich weiß nicht, ob man das rückgängig machen kann. Da ist ein Timer drauf, also wahrscheinlich nicht. Dann lassen wir das besser. Oh, Bunny. Voll cool. Nice. Das Viech sieht aus, ey. Super gut. Oh, das ist ein Oviraptor, nichts Gefährliches. Yeah. Oh, nee, das ist ein Dillo, der ist gefährlich. Hat er mich gesehen? Ich glaube nicht. Bunny, bleib mal hier sitzen. Ich glaube, hier ist es nicht gefährlich. Oder? Bunny, komm mit, der Dillo kommt. Wo sollen wir denn unser Bunny lagern? Hier sind überall Dillos. Ich dachte, das wären die Anfänger Grasslands. Da hinten ist irgendwo der Raptor. Ich glaube, wir müssen uns hier einen kleinen Shelter bauen oder so. Das ist ja super gefährlich. Nehmen wir mal die Hacke raus. Können wir der hier schneller abbauen? Ha, zwei Schläge. Okay. Geht so. Wo wollen wir uns denn aufbauen? Da kommt der Dillo. Nicht bucken. Ha, du hast mich verfehlt. Mach ihn weg. Komm schon, Bunny. Hilf mir. Oh, ich mach den ganzen Boden kaputt. Geh doch mal in die Ego-Perspektive. Oh, wir sind schon blutig. Aber der Dillo flieht. Wo ist unser Bunny eigentlich? Mach ihn weg. Lass mich... Hat er mich verfehlt? Oh nein, Dillo hat mich... Ich glaube, wir brauchen eine Rüstung oder so. Wir haben gegen den Dillo verloren. Wie peinlich. Respawn. Okay, also wir landen jedes Mal wieder mit diesen Ballons hier. Und in dieses Mal in einem Loch. Das ist nicht gut. Oh je. Hat es unser Bunny erwischt? Ich glaube noch nicht. Da ist wieder ein Bunny. Das ist ja wie in Ark einzusteigen. Oh je. Wo sind denn unsere Loots? Da hinten? Das ist aber ziemlich weit weg. So, ich würde sagen, wir createn mal einen Tribe. Und dann müsste da ja auch drinstehen, was mit unseren Tieren passiert, nehme ich mal an. Sieht absolut identisch aus wie in Ark. Ich glaube, der Lock ist auf der anderen Seite, ne? Da liegt unser Zeug. Da liegt unser anderer Loot. Und... Unser Bunny ist entweder geflohen oder ist es gestorben. Ich weiß es noch nicht.
Vielleicht finden wir das irgendwann wieder. Da hinten steht ein Bunny. Bunny? Wer bist du? Bunny! Level 13. Ach so. Das ist also auch wie ein Ark. Wenn ihr einen neuen Tribe erstellt, dann gehören euch eure Tiere nicht mehr. Das heißt, Bunny ist jetzt der Owner von Neiches, der wir sind, aber das Bunny gehört uns nicht. So ist das nun mal. Na gut, Bunny. Wir sehen uns irgendwann wieder. So, der Dillo ist gerade nicht da. Da holen wir uns unser Zeug zurück. Take all. Und dann dampfen wir wieder ab. Dann legen wir uns nicht wieder mit irgendwelchen Dillos an. Oder wir checken vorher wenigstens mal das Level. Okay. Gut. Gucken wir mal, was wir noch herstellen können, beziehungsweise lernen können. Das ist das Engram-Menü. Sieht auch so ein bisschen arkig aus. Da gibt es nämlich die Sleeping Bag. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen. Wir spawnen sowieso immer direkt hier eigentlich. Fallen zwar manchmal in Löcher, aber sonst ist alles gut. Oh, Rüstung ist gut. Erstmal die gesamte Rüstung, das ist das Wichtigste. Campfire. Falls wir Hunger kriegen. Irgendwann, wenn wir nicht sterben, kriegen wir bestimmt Hunger. Storage Box ist gut. Okay. Sind wir sicher? Ja, geht so. Einigermaßen. Das hier ist alles Thatch, dieses ganze Graszeug. Macht irgendwie mehr Sinn als in Ark. Da hat man das Thatch ja aus den Bäumen bekommen. Okay. So. Dann würde ich sagen, craften wir uns mal so eine Rüstung. Die kostet Fiber und Thatch. Gucken, ob das reicht. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. Das sind die Schuhe. Okay. Character Info. Bam, bam. Das ist gut. Wo steht denn unsere Rüstung? Armor 0. Okay, das bringt überhaupt keine Rüstung. Das bringt nur so ein bisschen Insulation. Aber es sieht auch irgendwie witzig aus. Yeah. Das nächste Teil konnten wir nicht craften. Die Schuhe, da brauchen wir Leder für, ne? Da müssen wir erst irgendwas killen. Das ist schwierig. Na gut, mal gucken. Wir craften uns mal so einen Stick, dass wir uns ein bisschen verteidigen können. Und haben wir die Handschuhe schon? Ich glaube. Nee, haben wir auch noch nicht. Handschuhe? Ja, und mehr können wir eh noch nicht craften. Da brauchen wir überall Holz, also ganz viel Holz farmen. Oh, es gibt so viel zu tun. Level up. Das stecken wir in Fortitude und HP. Okay. Engrams. Immer noch kein Speer. Level 6. Ein Level noch, dann können wir uns den Speer herstellen. Das wäre schon ziemlich cool. Ach so. Kann noch mal kurz gucken hier. Das ist alles so unterteilt. Metallurgie. Industrielles Zeugs. Fight. Light Bullet. Oh, das klingt gut. Pistol. Magic Skills. Oh, es gibt Magie. Super gut. Architektur. Bambus. Das klingt schon ziemlich interessant. Also das ist wohl so aufgebaut, dass man hier immer so Spalten lernt. Also das gehört immer so zusammen, so eine Spalte. Beim Lagerfeuer haben wir das gesamte Fleisch freigeschaltet, alles auf einmal. Roast Servo Root. Ah, cool. Man kann Kartoffeln rösten. Ja, und das müssen wir alles einzeln freischalten. Aber es gehört trotzdem alles zusammen. Das sind alles Thatch-Teile. Und wir haben sogar einen Teppich. Super gut. Okay. Dann würde ich sagen, richten wir uns irgendwo hier mal häuslich ein, oder? Wird langsam Zeit. Wir sind ja schon ziemlich lange hier unterwegs. Dann bauen wir uns einfach hier sowas in die Bergflanke. Da sind wir vielleicht so ein bisschen sicherer. Und hier ist es natürlich ein bisschen warm, ne? Mal gucken. Machen wir hier mal alles weg. Am besten aus der Ego-Perspektive, weil sonst treffe ich nie das, was ich treffen will. Das ist echt nicht einfach. Nehmen wir das Ding raus. So. Geht ein bisschen schneller. Das ist gar nicht so einfach hier. Also, das wird immer härter. Hier draußen haben wir irgendwie so ein Erde oder sowas. Hier wird es dann schon zu Lehm. Wir können jetzt im Inventar nachschauen, was das ist. Das Zeug stackt scheinbar bis 100. Also das ist alles Dreck und hier kommen wir dann zu Lehm und das ist wieder was anderes. Mal gucken, was das ist. Oh, es ist ziemlich hart. Rock. Okay. Das ist also Fels. Und Fels brauchen wir, glaube ich, um uns den Speer herzustellen. Voll gut.
Bäm, Speer. Jetzt kann man auch die Storage Box herstellen. Die kosten nur Holz, ein bisschen Thatch. So. Und dann müssten wir die auch hinstellen können, ne? Yeah. Mit E kann man rotieren. So ist, glaube ich, richtig rum. Dann stellen wir die einfach mal da rein oder so. Bäm. Das wird dann unser erstes Heim hier. Und yeah. 15 Slots. Voll gut. Durability? Da gibt es keine Gewichtsbegrenzung oder so. Das ist alles hier slotbegrenzt. Ist gut. Und jetzt können wir uns ja mal hier so ein Viech vorknöpfen, oder? Wir haben jetzt einen Speer. Das ist unser Stock. Den habe ich gar nicht benutzt. Der war nur so für Notfälle habe ich den mal gecraftet. Jetzt haben wir einen Speer. Ich hoffe, der geht nicht direkt kaputt. Hier war irgendwo ein Dillo unterwegs. Oh, da ist er. Das ist ein Level 2 Dillo, den schaffen wir, oder? Oh, wer bist du denn? Was bist du denn? Sauropode. Oh. Du bist aber groß. Jetzt holen wir uns diesen Dillo. So, Dillo. Das war's gleich mit dir. Oh, er flieht. Das heißt, er kann nicht mehr lange. Oder? Oh, nicht so einfach. Die fliehen aber schon ziemlich früh. Bäm! Unser erster Kill. 3 Leder, voll gut. Was ist das? Achso, wir müssen das irgendwie harvesten. Leder und Fleisch. Was ist das denn? So ein Fleischklotz oder was? Super gut. Mega viel Leder bekommen. Das heißt, wir können uns jetzt unsere Schuhe herstellen. Und eine Sleeping Bag. Die ist ziemlich teuer. 10 Leder. Buh. Na gut, dann haben wir auf jeden Fall eine. Weiß nicht, ob wir die unbedingt brauchen. Oh, jetzt können wir wieder nicht springen während dem Craften. Ganz wie ein Ark. Wo ist denn überhaupt unsere Base? Beziehungsweise unsere Kiste. Oh, da ist der Zyklop. Ich hoffe, der kommt nicht zu uns. Da hinten sind wir, okay. Hier ist Wasser. Trinken wir mal einen Schluck. Gluck, gluck. Wunderbar. Ja, habe ich gemacht. E drücken zum Trinken. Kann ich jetzt nicht mehr. Ich habe keinen Durst mehr. Tut mir leid, Tutorial. Okidoki. Dann sind wir ja schon nicht so weit gekommen. Aber immerhin haben wir mal angefangen. Mir gefällt das Spiel mega gut. Sieht total Hammer aus. Erinnert mega an Minecraft. Aber hat auch die ganzen Tücken von Ark. Weiß nicht, ob das jetzt super positiv ist. Aber auf jeden Fall super lustig. Mal sehen, was es hier noch alles zu erkunden gibt. Da sind überall so mega tiefe Löcher. Da muss man echt aufpassen, dass man da nicht reinfällt. Da gibt es bestimmt auch wieder Höhlen und sowas zu erkunden. Na gut. Ich würde sagen, damit lassen wir es für die erste Episode mal gut sein. Eieiei. Super cool sieht er aus hier, der Kollege. Kollege Neiches. Bevor wir Schluss machen, vielleicht noch ganz kurz was die meisten von euch noch interessieren wird. Und zwar die Grafik-Settings. Wenn wir hier unter Options gucken und genau, Graph, also Graphics. Dann sind hier die ganzen Grafikeinstellungen, die sind auch ganz ähnlich wieder wie in Ark. Und ich habe das alles komplett auf episch hochgedreht und es läuft einwandfrei. Also kann man machen. Ich spiele ja mit einer 1060, mit einer ziemlich guten GTX 1060 und ich habe hier jetzt ungefähr so 75 Frames. Also ist überhaupt kein Problem, das Spiel läuft sehr viel besser als Ark, komplett lagfrei, super gut. Also das ist schon mal sehr positiv. Ist auch ein Spiel, was allgemein ziemlich fertig wirkt. Bis jetzt habe ich noch keine Bugs gefunden und auch ansonsten sieht es so aus, als wäre hier schon so ziemlich alles implementiert. Also sieht gar nicht aus wie ein Early Access Titel. Ist ungewöhnlich fürs Nail Games, sage ich jetzt mal. Also ich bin wirklich positiv überrascht von dem Spiel. Ich bin super gespannt, wie es bei euch ankommt. Ich hoffe natürlich, euch hat die erste Folge gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, damit ich Bescheid weiß. Für heute danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Bis dann. Tschüss.